Mein Name ist Tobias Buchmann und ich erforsche am ZSW in Stuttgart das Technologie- und Innovationssystem im Bereich der Energie- und Mobilitätsmärkte. Der besondere Ansatz von eNavi liegt für mich in der Interdisziplinarität, insbesondere mit Blick auf die Innovationsforschung. Innovationen basieren ja nicht allein rein auf technischem Wissen, sondern sie haben auch eine soziale, eine ökologische und eine ökonomische Dimension. Der besondere Ansatz von eNavi und das Spannende an eNavi ist, dass die unterschiedlichen Dimensionen zusammengeführt werden. Das agentbasierte Modell, das wir zur Analyse der Verbreitung der Elektromobilität in Deutschland entwickelt haben, simuliert die Kaufentscheidung von Haushalten. Die Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto hängt dabei einerseits von den Eigenschaften des Fahrzeugs ab, aber andererseits eben auch von den Eigenschaften der Haushalte, wie deren Einkommen und auch deren sozialen Netzwerk. Die Simulation aus dem agentenbasierten Modell kann für die Wirtschaftspolitik, aber auch für Unternehmen wertvolle Informationen liefern. Ein Ziel ist die Nutzung als eine Art Politiklabor, in dem beispielsweise die Wirkung von Fördermaßnahmen in der Simulation vorab getestet werden kann. Unser Projektteam möchte das Modell dahingehend weiterentwickeln, dass wir das Verhalten der Haushalte noch präziser beschreiben können und auch die treibenden und hemmenden Faktoren der Diffusion der Elektromobilität noch besser abbilden können. Unsere Erwartung ist, dass wir simulierte Szenarien entwickeln können, die die möglichen Folgen politischer Maßnahmen aufzeigen.